Einen wunderschönen guten Tag allen Cineasten und Cineastinnen. Mein Name ist Benedikt und ich begrüße euch hier herzlich zur nächsten Filmkritik von MovieCheck. Heute widme ich mich diesem Film, dem Film Grand Piano. Grand Piano ist ein Film der Koch Media Filmgruppe, die diesen Film hier in Deutschland vertreibt. Auf dem Cover, vielleicht habt ihr es noch nicht gesehen, ich halte es euch nochmal vor krass hier rein, sehen wir Elijah Wood und wer gerade richtig gelesen hat, auch den Namen von John Cusack, der da heißt John Cusack. Das war doppelt gemoppelt, ich weiß. Und wie gesagt, hier wird uns halt ein wirklich spannender Film versprochen und ob dieses Versprechen nun auch eingehalten wird, erfahrt ihr hier in meiner Kritik. Jetzt gibt es aber erstmal auch, wie üblich, ein paar Ausschnitte aus dem Trailer. Viel Spaß, wir sehen uns danach wieder. Tom Selznick, umjubelster Pianist seiner Generation, tritt wieder auf. Vor 5 Jahren hatte er sich aus dem Konzertbetrieb verabschiedet. Tom, du trittst auf. Der neue Rachmaninoff, wenn er es nicht vergeigen würde. Ich verbox, glaub mir, Norman. Das weiß ich. Man kann solche Stücke nicht spielen, ohne mal eine falsche Taste zu erwischen, aber was soll's? Verehrtes Publikum, Tom Selznick. Hinter den letzten 4 Takten des unspielbaren Stücks verbirgt sich der Schlüssel. Spielen Sie die nun zum ersten Mal in Ihrem Leben perfekt und Sie gehen lebend nach Hause. Wer sind Sie? Alles klar, es ist witzig. Der Lampenfieber-Heini soll dazu gebracht werden, sich voll in die Hosen zu machen. Tun Sie das. Was wollen Sie von mir? Wenn Sie das Podium verlassen, sehe ich es. Wenn Sie mit jemandem Kontakt aufnehmen, merke ich es. Wenn Sie irgendwas davon tun, stirbt Ihre Frau. Emma? Wenn Sie einen falschen Ton spielen, bringen Sie mir nichts mehr. Dann sterben Sie. So viel zum Thema Lampenfieber. Worauf warten Sie? Enttäuschen Sie mich nicht, Tom. Glauben Sie, das hält mich davon ab, Tom? Wenn Sie hier bleiben, kommen Sie, Scheißkerl! Beginnend möchte ich sagen, dass ich sehr enttäuscht war von der Vorgeschichte. Die kriegen wir nämlich überhaupt nicht so mit. Die Vorgeschichte zu diesem Film ist sehr, sehr mager gehalten. Und was ich vor allem sehr, sehr störend finde, ist, dass dieser Film ja ein Thriller sein soll, der aber auf grundlegende Elemente der Charakterentwicklung einfach mal einen feuchten Dreck gibt. Die Frau von Selznick, Emma, wird einfach auf einmal so eingeführt, die ist auf einmal da. Und man fragt sich, ja, schön, das ist jetzt seine Frau, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Gib mir mal ein bisschen mehr Input, Film. Komm, erzähl mir doch mal was. Ich gucke mich ja jetzt hier sitzend nur dich an, weil ich erfahren möchte, wie es weitergeht. Entwickel die Charaktere bitte. Und das passiert eben nicht. Die Story ist einfach geradlinig erzählt. Die Charaktere bleiben allesamt wirklich blass, mit Ausnahme des vielleicht ja von Elijah Wood verkörperten Tom Selznick. Ansonsten ist jeder Charakter wirklich blass. Selbst der, ich nenne ihn jetzt mal Attentäter, auch wenn man ihn vielleicht jetzt nicht so bezeichnen würde, wenn man die Story sich ins Gedächtnis ruft, solltet ihr den Film schon gesehen haben, es ist ja in Wirklichkeit nicht so wirklich so ein Attentäter, sondern er ist halt aus einer anderen kriminellen Sparte. Der Typ, der da den Attentäter spielt. Und ich muss wirklich sagen, auch der von John Cusack verkörperte Verbrecher bleibt komplett blass. Man erfährt gar nichts. Man erfährt wirklich gar nichts. Sollte das ein stilistisches Element sein, den Zuschauer im Dunkeln zu lassen bis zum Schluss und darüber hinaus, dann muss ich sagen, das ist super geglückt, aber dieser Film wirft Fragezeichen auf. Ja? Man kann sich schon im Laufe des Films vorstellen, worum es sich drehen soll. Und eine meiner ersten spontanen Assoziationen war, hey, das habe ich doch schon mal in einer Folge von Detective Conan gesehen. Tja, ist tatsächlich so.
Und ich fand die Umsetzung damals in der Serie Detective Conan wahrscheinlich sogar noch besser. Also da muss ich echt sagen, das war wirklich überhaupt keine Glanzleistung, diese Story. Die hätte man wirklich spannender rüberbringen können. Und die Charaktere haben einfach komplett keinen Eindruck hinterlassen. Und das finde ich sehr, sehr schade. Deswegen gebe ich auch für die Story nur 2 von 5 möglichen Punkten. Kommen wir zum Cast. Dieser besteht mitunter aus Elijah Wood, John Cusack, Tasman Edgerton und Carrie Bisset. Ich weiß jetzt nicht, ob sie so ausgesprochen wird. Auf jeden Fall, das sind so die Hauptcharaktere dieses Filmes. Und die meiste Screentime hat definitiv Elijah Wood, der ist in jeder Szene einfach dabei. Es dreht sich einzig und allein um seinen Charakter. Deswegen kann ich auch nur sagen, ist er der Einzige, der tatsächlich eine Entwicklung seines Charakters auf irgendeine absurde Art und Weise hinbekommt. Das Ding ist einfach, dass die Charaktere durch die Schauspieler zwar gut verkörpert werden, man weiß, okay, hier ist gerade der Held oder das Opfer. Und auf der anderen Seite haben wir den Bösen, der im Hintergrund agiert und irgendwas will. Geld, Spaß, ein gutes Stück, keine Ahnung. Das ist dann der Charakter von John Cusack und das ist einfach zu wenig, das ist hauchdünn. Deswegen, weil die letzten 10 Minuten auch wirklich mal ein bisschen Spannung mit reingebracht haben, vergebe ich dem Film für seinen Cast, der in diesen letzten 10 Minuten dann doch überzeugen konnte, noch 3 von 5 möglichen Punkten. Kommen wir zu den Special Effects. Also die Special Effects, was soll ich da sagen? Das sind keine Effekte. Die Bildqualität ist das Einzige, was hier toll ist. Und ich muss sagen, das ist selbst für einen Film wie diesen einfach zu wenig. Einige mögen sich vielleicht bei anderen Filmkritiken gefragt haben, ja, warum bewertest du jetzt hier die Bildqualität noch mit einem von 2 Punkten? Ist ja total überflüssig. Ich habe ja immer eine Begründung gegeben. Nur hier wird mir ausnahmsweise mal nichts einfallen, womit ich selbst hier in dieser Kategorie 1 von 2 Punkten mit rechtfertigen könnte. Deswegen, ich gebe hier für die Effekte und die Bildqualität einfach mal 0 Punkte. Kommen wir zum Schnitt. Also der Schnitt ist eigentlich auch so eine Sache, die hier total nebensächlich ist. Ja? Da kann man wirklich ausnahmsweise mal wirklich nichts zu sagen. Da ist nichts Besonderes dran. Gar nichts. Und das korreliert sehr, sehr gut mit dem, was ich zur Story gesagt habe. Die ist total linear. Man weiß, was passieren wird. Und genau das macht der Schnitt auch deutlich. Der schneidet von Szene zu Szene und man hat die ganze Zeit das Gefühl, ja, die den Film geschnitten und produziert haben, die wollen den Film so schnell wie möglich fertigstellen. Und 1 von 3 Punkten für den Schnitt. Also da war ich auch enttäuscht. Kommen wir zum Soundtrack. Also Leute, da muss ich sagen, wir sind ja quasi den ganzen Film über dabei, wie ein Orchester spielt. Also lebt der Film hauptsächlich musikalisch zumindest von der Musik, die im Film selber gespielt wird. Und wir gucken nur zu. Deswegen die Idee, den Soundtrack quasi in den Film tatsächlich lebendig mit einzubauen, geniale Idee. Finde ich, ist sehr, sehr cool. Innovativ will ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall gut. Was ich dann allerdings auch hier wieder kritisieren muss, ist, dass der Soundtrack zwanghaft versucht, die Szene, die gerade aktuell läuft, die Dramatik zu untermalen. Und das funktioniert einfach nicht immer. An sich versucht hier dann auch die Musik Kamerapositionswechsel, also Aufnahmepositionswechsel, Kameraschwenks irgendwie auch ein bisschen logisch herzuleiten. Ist da so ein schneller Schwenk, dann wird die Musik so wow, dramatisch. Und die Szene an sich ist total ruhig eigentlich, da passiert eigentlich gar nichts. Und das ist sowas, was ich dann irgendwie ein bisschen paradox finde. Und deswegen gebe ich auch für den Soundtrack alles in allem nur 3 von 5 Punkten. Und nun kommen wir noch zur letzten Kategorie, der Regie. Regie führte bei diesem Film Eugenio Mira und der hat ja vor allem international wirklich zu Recht, finde ich auch, für Aufsehen gesorgt mit seinem Film Agnosia. Den fand ich eigentlich auch sehr, sehr solide, diesen Film, und habe dementsprechend auch sehr, sehr viel von Grand Piano erwartet und da muss ich sagen, da hat der enttäuscht. Ich habe was gänzlich anderes erwartet und deswegen muss ich echt sagen, ist das keine gute Leistung gewesen einfach. Ich habe hier wirklich was anderes erwartet. Ich habe tatsächlich einen, wie sie auch selber hier schreiben, einen Gänsehaut-Thriller erwartet und ich muss sagen, ich wurde enttäuscht. Spannung ist zwar ab und an aufgekommen, aber es war kein permanentes Ansteigen der Spannung und dann Klimax, sondern es war ein
es war ein wie bei der Börse, hoch, runter und das alles so ein bisschen creepy, also so total bescheuert eigentlich. Anarchistisch will ich jetzt nicht sagen, sondern es war einfach nur kreuz und quer und am Ende stand dann bumm, der Klimax. Und irgendwie hat es ja trotzdem hingekriegt, so eine Steigerung der Spannung hinzukriegen, aber mit auch deutlichen Einbrüchen zwischendurch. Und das kritisiere ich an diesem Film und deswegen auch hier für die Regie nur 2 von 5 möglichen Punkten. Und jetzt kommen wir zur Gesamtwertung, also los geht's. Also ich muss sagen, der Film Grand Piano liefert ja schon irgendwie kurzweilige Unterhaltung. Und das liegt aber auch nicht zuletzt daran, dass dieses stetige Wachstum und das dann auf der anderen Seite fixe Einbrechen der Spannung in diesem Film ziemlich häufig hintereinander passiert. Also die Frequenz, dieses Hoch und Runter, was ich eben erzählt habe, die ist sehr, sehr hoch. Wenn es jetzt anders gewesen wäre, so etwas flacher und dann so, dann wäre das langatmig, dann wäre es zäh geworden, das wäre scheiße gewesen. Dadurch, dass diese Frequenz aber höher ist, sodass man sich fast in jeder zweiten Szene fragt, ach, jetzt schon wieder, und dann in der nächsten Szene wird es wieder interessant, das rettet den Film. Und deswegen schaut man sich diesen Film auch zu Ende an. Und deswegen empfehle ich auch jedem, der diesen Film jetzt gekauft hat oder sehen möchte, sich den Film auch bis zum Ende anzuschauen. Alles in allem kommt der Film Grand Piano somit aber auf 11 von 25 möglichen Punkten. Und das, ja, bringt ihn dann auf eine prozentuale Wertung von exakt 44%.